Raus, raus. Okay. Also ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Also die müssen jetzt zusammenbauen. Wir vergessen diesen Trend. Wer hat das alles bezahlt? Wir ziehen um. Also wir ziehen in ein anderes Zimmer. Herzlich willkommen zum wilden Zimmer um Styling Staffel 2 Folge 1. Also ihr fragt euch jetzt bestimmt, wo bist du? Was ist das für ein Zimmer? Lasst es mich erklären. Ich bin gerade in unserem Wohnzimmer und der Plan ist es, dass ich mein Zimmer gegen das Wohnzimmer tausche. Also dass ich dann hier reinkomme. Also weil das ist halt, also bitte stellt keine Fragen. Und dieses Zimmer quasi komplett neu einrichten, aka wir spielen Bob der Baumeister. Was wir heute machen. Also heute machen wir so eine Roomtour von einem neuen Zimmer und wir machen so ein kleines Kleiderschrank-Makeover. Ich sortiere quasi alle hässlichen Sachen raus, die nicht meine Schokoladenseite betonen. Und dann shoppen wir einmal komplett neue Kleidung und sortieren die alle ein. Und in einer Woche ist wieder Unordnung und alles sieht hässlich aus, aber egal, es ist egal. Ganz kurze Storytime. Also ich war halt vorher im Baumarkt, weil ich halt eine Kleiderstange kaufen wollte, ne, für... Ich wollte dann so ganz normal was aus dem Regal holen. Und dann schneide ich mich einfach so am Plastik und ich habe das Gefühl, so die Hälfte von meinem kleinen Finger fehlt. Da fehlt echt ein Stück. Es ist das wilde Zimmerumstyling. Ganz kurze Snackpause. Also das wird viel Arbeit und ich bin faul. Das ist eine interessante Kombination. Man spricht nicht mit vollem Mund. Das ist nicht die feine englische Art. Entschuldigung. Also. Man muss zuerst Kraft sammeln. Und dann muss man arbeiten. Holt euch einen Snack. Bevor wir mit dem wilden Zimmerumstyling anfangen, gibt es davor wie immer die reizende Videofrage. Schreibt super gerne in die Kommentare, ob ihr als nächstes Video eine neue Folge vom wilden Zimmerumstyling sehen wollt oder ob ihr so einen Vorbereitungsvlog sehen wollt, weil nächste Woche besuche ich für eine Woche einen anderen TikToker. Schreibt super gerne in die Kommentare, was ihr lieber sehen wollt. Also durch diese Tür kommt man einmal rein und wenn man sich dann umdreht, dann sieht man das. Also hier ist einmal der Fernseher, da haben wir eine Pflanze und nochmal zwei Pflanzen. Und hier sind einmal solche Schubladen, da ist einmal nur so Müll drin, so eine Schrottecke. Dann haben wir hier einmal so einen Teppich. Man läuft wie auf einer Wolke, super bequem. Ich finde es klasse, 10 von 10. Und weil das Wohnzimmer ist, haben wir natürlich auch so eine Couch. Die sieht irgendwie aus wie so ein Sandwich. Super bequem. Da kann man so ein bisschen entspannen, so ein bisschen Pause machen. Und wenn man sich dann noch einmal umdreht, dann sieht alles hässlich aus, weil das ist ein Mini-Trampolin. Das ist ein Koffer. Warum? Egal. Und es ist einfach so ein noch mehr Platz für Müll. Und so könnt ihr nochmal das ganze komplette Zimmer sehen mit allen Teilen. Also es ist jetzt, also es ist halt, also... Das ist das Problem. Die Maus ist problematisch. Also ich glaube, ich schmeiß alles raus und dann sortieren wir nochmal neu. Ja. Raus, raus. Das ist kein Hochzeitskleid. Ich glaube, das war keine so gute Idee. Ich habe jetzt schon keine Lust mehr, ich bin ehrlich. Ich will das eigentlich nicht machen, aber der Kleiderschrank ist einfach leer. Ich glaube, ich sitze auf meinem Schuh. Also ich weiß gar nicht, wo das alles herkommt. Wer hat das alles bezahlt? Wer hat das alles bezahlt? Also ich hoffe, ich habe alles bezahlt. Herzlich willkommen zu hässliche Klamotten, die Jessie bestellt hat und nicht anzieht, weil sie halt einfach hässlich sind. Wir haben zwei Schilder. Einmal lieben wir. Diese Klamotten behalte ich. Und das andere Schild, da steht drauf Hashtag Müll. Und diese Klamotten bekommt jemand anders oder Flohmarkt oder irgendwie anders, aber keine Angst, wird natürlich nicht weggeschmissen. Also ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Das sieht halt also hier... Das sieht halt aus wie eine Känguru-Tasche. Also ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es ist, da passt ein Baby rein, da passt, also da kann man seinen Einkauf vom Supermarkt reinmachen. Also das ist wirklich wow. Aber man sieht sportlich aus, als würde ich gleich joggen gehen. Hashtag Müll. Kurze Storytime. Also ich habe dieses Oberteil so einer älteren Dame vom Flohmarkt abgekauft. Und ich weiß nicht, ob der Preis gut war oder ob sie mich über den Tisch gezogen hat. Ich mag das, lieben wir, aber das ist so schön braun, das ist so Polo. Und es ist braun. Also die Pullover behalte ich natürlich. Ich trage halt immer diese drei Pullover. Immer, immer. Also ich lebe in diesen Pullovern. Ich werde die Pullover so lange tragen, bis ich irgendwie so ein Loch in der Achselhöhle habe. Lieben wir. Also ich weiß auch nicht, warum ich das damals in meinen Warenkorb gelegt habe. So, wo ist die Persönlichkeit? Wo ist die Würze? Wo ist der Pep? Hashtag Müll. Oder eigentlich, oder. Oder eigentlich ist ganz süß. Ich weiß noch nicht. Maus, es ist nicht mehr 2016. Wir vergessen diesen Trend. Alle älteren Leute haben mich immer gemobbt. Die haben immer gesagt, habt ihr irgendwie Ratten zu Hause?
weil da überall so Löcher sind. Und ich habe dann immer gesagt, Schwester, das ist super trendy und cool und das ist in Mode. Gibt's keine Ratten hier. Hashtag Müll. Also diese braune Jacke behalte ich. Da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich zu Hause. Und dann noch zusammen mit dieser Weste. Lieben wir. Warum habe ich das gemacht? Also warte kurz. Also ich bin jetzt irgendwie ganz durcheinander. Also es gibt ganz coole... Also ich bin jetzt ganz durcheinander. Also es gibt auch coole Oberteile mit dem Muster. Aber der Schnitt ist eine absolute Katastrophe. Hashtag Müll. Ich habe dieses Paket nicht mal ausgepackt, weil ich wusste, es wird eine Katastrophe. Okay, wir gucken mal rein. Wow. Ich sehe schon, das war keine gute Idee. Ja, also wie soll ich das jetzt sagen? Ich hätte das Paket nicht öffnen dürfen. Man sagt ja auch, man darf nicht in der Vergangenheit... Genau. Ich glaube, ich schicke das lieber zurück, weil das war wirklich absolut keine gute Idee. Also das ist die Seite, wo ich nicht mehr so schön finde. Und das ist die Seite von den Sachen, die ich behalte. Ich habe eine Kleiderstange gekauft. Ich mache das jetzt einfach mal auf. Und ja, okay. Also die müssen wir jetzt zusammenbauen. Okay, warte, stopp, ich bin jetzt ein bisschen überfordert. Wo ist die Anleitung? Weil sonst explodiert wieder irgendwas. Also hier steht irgendwas von A, B, C, D, E, F, G, X, Y, Z und sehr viele Buchstaben. Das ist A oder ist das B? Was ist der Unterschied zwischen B und C? Okay. Oh, ich habe keine Lust, es ist mir ein bisschen zu viel. Das ist meine fertige Kleiderstange. Sie ist noch nackt, aber sie ist stabil. Also ihr denkt jetzt bestimmt, okay, die Kleiderstange ist leer. Welche Klamotten kommen da drauf? Zeit shoppen zu gehen. Wir gehen natürlich online shoppen. Also Nummer 1, wir können zu Hause bleiben. Nummer 2, man kann die Jogginghose anlassen. Und Nummer 3, es gibt keine irgendwie Verkäufer, die fragen, kann ich ihnen helfen? Weil dann denke ich mir so, Maus, ich weiß doch nicht, was ich will. Ich weiß noch nicht mal, wie ich heiße. Also meine Lieblingsshops sind einmal so Brand Melville, Motel Rocks, Asos, Zalando, Urban Outfitters, Subdued, Pull&Bear, Bershka und... Minga London. Aber das ist natürlich nicht gesponsert. Also ich wünschte, das wäre gesponsert, weil dann wäre halt, ne, also Outfitter, Subtut, falls ihr das seht, ruft mich an. Okay. Ich glaube, das reicht. Ich kaufe immer alles auf Rechnung, weil da habe ich so das Gefühl, dass ich kein Geld ausgegeben habe. Weil ich musste die Rechnung erst später bezahlen und das ist einfach ein Problem für später. Und wir leben einfach im Hier und Jetzt und wir ignorieren einfach alle Probleme. Zeit für einen kleinen Haul. Ich bin kurz in der Umkleidekabine. Ich habe mir eine Lederjacke gekauft. Die ist natürlich fake. Aber ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Die ist so ein bisschen mehr edgy, ja, so ein bisschen mehr cool. Also ich sehe so ein bisschen aus wie so ein Rockstar, wie so ein Motorradfahrer, aber halt, ich glaube, es ist gut. Ich liebe diese Jacke. Die habe ich einmal in Blau und einmal in Grün gekauft. Das sind solche College-Jacken, so ein bisschen amerikanisch, so die internationale Maus. Super, klasse. Ja, mag ich richtig. Aber ich glaube, ich mag Grün lieber. Ganz kurzen Moment. Und dann noch so ein Cardigan, super süß, super toll. Weil ich habe halt keinen und ich dachte so... Warum nicht? Einfach ein bisschen Geld verschwenden, so. Dann auch diesen super süßen grünen Pullover. Der ist wirklich klasse. Weil der ist auch so pink und der ist halt klasse, weil der ist halt pink. Danke für die Aufmerksamkeit. Dann habe ich mir noch diese neuen Schuhe gekauft. Aber die werde ich jetzt nicht anziehen, weil die haben keinen Klettverschluss und dann dauert es lange. Und jetzt kommen die langweiligen Sachen, so die Basics. Einen ganz normalen roten Pullover, eine graue Jogginghose, oh, das ist der Po, eine graue Jogginghose und noch eine grüne Jogginghose und eine braune. Aber die braune finde ich gerade nicht, deshalb, aber sie ist auf jeden Fall da. Ein graues T-Shirt, ein weißes T-Shirt und noch ein braunes T-Shirt. Und das war es auch schon. Halli,
Hallo mein Lieben, einen wunderschönen guten Morgen, Gumo. Es geht jetzt weiter und ihr fragt euch jetzt bestimmt, okay, du siehst nicht so gut aus. Ich habe eine dumme Wette. Es ist nicht gut für mich. Also ich habe so eine Wette mit meiner Mama, dass ich eine Woche kein Kakao trinken darf. Ich weiß, das hat euch jetzt alle vom Hocker gehauen. Aber irgendwie, ich dachte, okay, das ist so eine Challenge. Und ich habe gesagt, ich darf nicht verlieren, soweit das kratzt so meinem Ego. Und ich weiß, heute ist der dritte Tag oder der vierte. Ich habe schon das Zeitgefühl verloren. Ich weiß nicht, wer ich bin, wie ich heiße, wo ich bin. Ich habe schon eine Weile kein Kakao mehr getrunken und manchmal trinke ich so 2 am Tag, manchmal auch 3, aber ich die letzten Tage so einen Saft getrunken, so einen komischen Mandel-Bananensaft oder so andere. Sie hat so komische Säfte in den Kühlschrank gestellt und ich muss sagen, die waren jetzt nicht so der Knaller. Und ich probiere jeden Tag so eine Kakao-Alternative und heute probieren wir Vanillemilch. Ich habe schon probiert, deshalb ist es da schon weiß, aber einfach so für euch. Es ist ein bisschen gelb. Ich bin an so einem Punkt angekommen, ich probiere alles. Und ich muss sagen, ja, ich bin ein Staubsauger. 10 von 10, wirklich. Reich an pflanzlichen Proteinen. Mir wächst vielleicht noch so ein Bizeps davon. Also, jetzt wird aber Zeit zu arbeiten, weil es wird Zeit für ein Moodboard. Ladies und Gentlemen, setzt euch ruhig. Fühlt euch ruhig wie zu Hause. Ich brauche ein bisschen Lippenbalsam, ich muss mehr Feuchtigkeit. Egal, auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier meinen Laptop. Und ich dachte, wir suchen jetzt so ein bisschen nach Inspiration fürs neue Zimmer. Ich habe noch keine Ahnung. Und zwar mein Plan ist, wir gehen jetzt auf Pinterest und dann drucke ich mir so Bilder aus, wie ich will, dass mein Zimmer wird. Und dann drucke ich die Bilder aus und wir kleben das auf so ein Blatt und machen so ein Moodboard. www.pinterest.de. Aber das will ich nicht kaufen, weil mein Sparschwein ist jetzt schon leer. Okay, ich glaube, wir haben es. Auf zum Drucker. Aber da gehe ich jetzt alleine hin, weil das ist mir zu privat. Also ich habe alle Bilder einmal ausgedruckt und ausgeschnitten. Also schnipp, schnapp, Haare ab. Und da habe ich noch so ein Stück Karton gefunden und da klebe ich jetzt alles drauf. Und das wird unser Moodboard. DJ, Musik ab. Und so sieht auch schon das fertige gereizte Moodboard aus. Also ich finde, es sieht richtig, richtig schön aus. Und ich dachte, ich erkläre euch auch ganz kurz dieses Moodboard einmal. Also Punkt 1 ist, dass ich unbedingt so ein cooles Kleiderregal will. Oder auch diese Kleiderstange, die finde ich so, so, so schön. Aber eine Kleiderstange haben wir schon, richtig, richtig gut. Dann keine Ahnung, warum ich will unbedingt so einen Spiegel haben. Den machen wir natürlich selber. Punkt 3 ist, ich weiß nicht, ob ihr diese Lichter auf TikTok schon mal gesehen habt, aber ich finde die so unfassbar schön. Das sind, glaube ich, solche Sonnenlichter. Und ich habe ja ziemlich viele Stifte und Krimskrams. Deshalb will ich solche Aufbewahrungsboxen mir holen. Die sehen so ein bisschen aus wie diese Kisten, wo man seine Pfandflaschen reinmacht. Dann will ich auch damit anfangen, so Edelsteine zu sammeln und die irgendwie zu verzieren. Und ich weiß nicht, warum ihr Schreibtisch sieht so unfassbar schön aus. Ich will, dass meine auch so cool aussieht. Und natürlich machen wir ganz viele Sachen wieder selber, weil wir wollen so wenig Geld wie möglich ausgeben und so viel wie es geht selber machen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr dieses Moodboard findet. Ich freue mich. Das war auch schon Folge 1 von der zweiten Staffel vom wilden Zimmerumstyling. Und irgendwie will ich weitermachen, aber es wird langsam dunkel, weil die Sonne sagt halt Ciao Kakao. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an alle, die sich dieses Video überhaupt angeschaut haben, bis zu diesem Punkt oder nur so für eine Sekunde. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sehen uns wie immer nächste Woche wieder. Ich reserviere wieder einen Tisch für nächste Woche. Wir haben so ein kleines Date, so eine kleine Verabredung für morgen. Morgen noch nicht. Nächste Woche. Nächsten Montag um 17 Uhr sehen wir uns wieder. Und das Wichtigste, Ciao Kakao.